rote Jacke an. Warum eine rote Jacke? Das soll das Zeichen sein. Hallo, Achtung. Es geht heute um die Gesundheit. Und damit ich nicht ganz so farblos wirke, habe ich gedacht, diese elegante rote Jacke, und wenn man die Kamera hätte, bis unten runter, habe sogar rote Schuhe angezogen, damit das ganze Bild natürlich passt. Denn es geht, wie gesagt, um Säfte. Gesundheit und Säfte. Karotte ist die Basis. Und deshalb trinke ich zunächst einmal auf das Wohl von uns allen und allen, die heute zugeschaltet haben. So ein Bad ist natürlich lästig. Aber ich glaube, es gibt sogar so Tassen oder sowas für Badtrinker. Aber okay, das nur am Rande, das ist ja auch nur das Äußerliche. Ich habe mir vorgenommen, meine über 200 Bücher, kleine Büchlein sind es ja nur in diesem Format so, diese Größe, die Manhattan-Safttherapie, Hilf bei und so weiter, ins Netz zu stellen, weil ich glaube, es ist notwendig, durch so einen Videobeitrag kommen die Leute auf die Idee und sagen, oh, ich schau doch mal, wer scrollt schon durch meinen Shop und dann durch diese ganzen Bücher dort im Alphabet und Nummer 40 in Deutsch und Nummer 41 in Englisch. Okay, es ist schwierig, nicht? Und da hatte ich vor ein paar Tagen diese Idee, wenn du schon dich da so öffentlich machst, dann mach's doch auch mit dieser ganzen Gesundheitsserie, mit dieser Manhattan-Safttherapie. So, und da sollte man als Bestes vielleicht mit ein paar Schlagworten, keine Phrasen, aber so zum Beispiel den guten alten Arthur Schopenhauer, der lebte ja 1860 bis 1860 und er sagte, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Das kann man ja nur unterschreiben. Und ich habe es ein bisschen schärfer formuliert dann 150 Jahre später als Vorwort hier für dieses dicke Büchlein, da sind alle diese Krankheiten zusammengefasst. Und da habe ich geschrieben, so provokant, es ist nicht schlimm, dumm zu sein. Viel schlimmer ist es, an diesem Zustand nicht zu verändern. Und das war eigentlich eine Spitze auf alle die angeschriebenen über 4000 Kliniken, von mir erreichbaren Kliniken, die ich aus irgendwelchen Registern fand, in Deutschland, in Europa, bis in Skandinavien und natürlich USA. Und die Reaktionen darauf, die zeigten mir, dass eigentlich also beratungsresistentes Krankensystem, das Büchlein ist daraufhin entstanden, okay, aber das war ja nur der Beweis, dass diese Bagage mit der Pharmaindustrie und mit der Schulmedizin Hand in Hand arbeitet, nicht? Und gar kein Interesse daran hat, dass der einzelne Patient da genesen das Krankenhaus verlässt. Das sagen die zwar, da gibt es auch bestimmt eine ganze, ganze Menge, die vom großen Herzen und Engagement dabei sind. Aber das System verhindert es, dass man das wirklich dann verallgemeinern sagen kann, dass es so ist. Es ist eben nicht so. Es gibt so viel Negatives zu berichten und das wollen wir vermeiden mit dieser kleinen Serie. Denn das Gesundheitssystem ist ja in Wahrheit ein Krankensystem. Wir drehen es um. Es geht um die Gesundheit. Also um das, was vor 100 Jahren und noch mehr, zum Beispiel am Institut des Dr. Norman Walker in New York, Entschuldigung, mit Kollegen herausgefunden wurde, an tausenden Patienten, nicht experimentiert, sondern bewiesen und Hunderttausenden in der Welt befolgend, diese Safttherapien. Und man kann natürlich frischen Saft genießen, okay, jeder kennt ihn, oh, trinke ich doch, ja, aber damit das wirkt, muss man natürlich gewisse Dinge befolgen. Dies ist alles in diesen Büchern, in diesem kleinen Büchlein dann natürlich auch beschrieben. Die einzelnen Säfte sind beschrieben und die
einzelnen Krankheiten sind grob umrissen. Und da möge dann kein Klugscheißer, Professor, Schulmediziner und sonstiger Gelehrte sich aufschwingen, sonst nicht fleißig, aber dann, ja, sagen, das kann man ja nicht und das muss man ja nicht. Der als mündiger Bürger sich damit befasst, der wird schon wissen, was er tut. Und entsprechende Hinweise sind auch in diesen Beiträgen und sogar auch, glaube ich, schon im Filmchen habe ich schon vorgearbeitet. Also, es geht darum, dass wir pro Krankheit, pro Problem eine Art Rezeptur aufbauen, die ist ganz leicht nachzuvollziehen. Und wenn man dann sich intensiv damit befasst und noch befolgt, was weiterhin vorgeschlagen wird, von Entgiftung bis hin zu Weglassen von Stärke, Zucker und so weiter und so weiter, dann gibt es eine große Chance, dass man mit der Natur gesundet. Man braucht Zeit. Die Natur braucht Zeit. Ja? Ich meine, Medizin, die Keule, okay, es gibt natürlich Situationen und die Schulmedizin und die Wissenschaft mit Technik gepaart. Fantastisch, was dort geleistet wird, ja, in der Akutmedizin, wie es ja wohl heißt, bei Unfällen und so weiter und so weiter. Aber so weit muss es ja gar nicht erst kommen, wenn wir gleich das befolgen, was zum Beispiel der gute alte Hippokrates von Kos, der lebte von, ich glaube, 460 bis 377 vor Christi. Und dieser alte Grieche, der ist ja eigentlich der Begründer der, wie sagt man da, der ärztlichen Ethik. Und der hatte damals, frei übersetzt, habe ich gesagt, nutze die Nahrung als deine Medizin und nicht die Medizin als deine Nahrung. So rum ist es richtig. Medizin kann ja nur eine vorübergehende Gehhilfe sein, eine Krücke, die man dann in die Ecke stellt, wenn sie nicht mehr gebraucht wird. Die Natur braucht ein bisschen mehr Zeit. Und wenn wir das dann im Ansatz befolgen, was dort pro Krankheit, pro Problemfall aufgeführt wird, dann bin ich sicher, dass der eine oder andere ohne Nebenwirkungen, die man befragen muss beim Arzt oder Apotheker, denn die Natur, die braucht, hat keine Nebenwirkung in dieser Form, wenn man das so anwendet, wie dort beschrieben von ganz klugen Leuten. Und so werde ich also hier nachher einen Cut machen und dann pro entsprechender Krankheit von A bis Z meinen kleinen Vorspann und verlesen, was an Saftmischungen dann therapeutisch wirken sollte. Sollte. Gibt kein Muss, jeder Körper reagiert auch anders. Ja? Aber wir geben der Natur die Zeit und dann bin ich sicher, dass wir vielen Menschen damit helfen können. Das ist der Sinn dieser ganzen Serie. Ich danke also für diesen Moment, für die Aufmerksamkeit und wenn der Vorspann dann abgewickelt ist, der wird jedes Mal so erscheinen. Okay, sorry. Aber der entsprechende Saftvorschlag, der wird jedes Mal frisch verlesen müssen. Ist ja klar. Also in diesem Sinne trinke ich noch einmal auf unser aller Wohl und kann nur sagen, das ist jetzt eine Mischung aus, das ist unser Frühstückssaft, Obst und so weiter, mit Karotte gemischt. Aber das ist ein Getränk. Schade, ich kann es nicht durch dieses Internet Ihnen reichen. In diesem Sinne, gute Gesundheit. Guten Tag, Sie haben angeklickt beim Thema Geisteskrankheit. Jetzt ist es vielleicht gar nicht so passend, dass ich drei andere Worte noch unabhängig von diesem, was man so als Geisteskrankheit Thema dort einwerfen kann und möchte. Das kann man eigentlich in jedem Beitrag. Und im Grunde, du bist, was du isst, auf den ich ja eigentlich immer wieder hinweise, diesen Beitrag, das ist ja zwar so ein locker gemischt mit ein bisschen Satire, aber das ist die Basis. Ich kaufe mir mit diesen Säften nicht das ewige Leben,
So etwas kann kein Mensch versprechen, dass er alles schmarrn, ja? Wer das unterstellt, dass das Ansinnen von Leuten, die es gut meinen, in diese Richtung ginge, sorry, der ist geisteskrank. Deshalb fällt es zufällig da rein. Ich musste meine Session G unterbrechen und da kam mir so der Gedanke, nichts ist ewig. Denn da kämpft gerade einer von unseren kleinen Hundchen mit dem Leben. Ja, die biologische Uhr läuft herunter. Ja, aber ich trinke auf das Wohl von uns, die wir in guter Verfassung noch lange leben wollen. Darum geht es. Um das Bewusstmachen, dass wir mit gesunder Natur, gesunder Nahrung, gesunden Nahrungsmitteln, Lebensmitteln, uns ein angenehmes Leben und ein leichteres Ende sicherlich auch irgendwann dann mal, das ist unausweichlich, verschaffen, aber in einem anderen Zustand sind. Und neben den Säften gibt es ja noch ganz andere Dinge. Wer sich damit befasst mit dem Thema, der sollte mir schreiben, wenn er anderer Meinung ist als oder noch Fragen zu dem Thema hat, was man zu empfehlen noch in der Lage ist. Hier geht es um die therapeutische Wirkung frischer Obst- und Gemüsesäfte mit dem richtigen Entsafter, dem Fortlassen von Stärke und Zuckerprodukten und all den anderen Dingen, die schmackhaft sind. Aber die kleinen Sünden, die sind es nicht wert, um am Ende schwer zu leiden. Und wenn wir jetzt nur das Kapitel Geisteskrankheit nehmen, das klingt so gewaltig, nicht, wie man das ja oftmals hinhaut, aber wer darunter leidet, leidet. Das ist eben die Störung des Nervensystems, die auf übermäßige Mengen an Giften im Körper und unzureichende organische Nahrung zurückzuführen ist. Sogar noch häufiger hat sich seelischer Druck aufgrund von Furcht, Ärger und ähnlichen Störungen als Mitursache herausgestellt. Wenn wir das mal vor dem Hintergrund der Weltereignisse, tägliche Totenmeldungen aus allen Bereichen, ich bin nicht vom Thema weg, ich bin genau dort, ja, die Störung als Mitursache, Ärger, Furcht. Millionen Menschen leben in Furcht. Millionen Menschen bereiten sich Ärger, statt sich Säfte zu bereiten. Trinken Sie täglich einen halben Liter frisch bereiteten Saft aus 300 Gramm Karotten, 200 Gramm Spinat. 2 Stunden später einen halben Liter frisch bereiteten Saft aus 300 Gramm Karotten und 200 Gramm Sellerie. Und erneut 2 Stunden später einen halben Liter frisch bereiteten Saft aus 300 Gramm Karotten, 100 Gramm rote Beete und ca. 100 Gramm Gurken. Nach weiteren 2 Stunden einen halben Liter Saft aus frisch bereiteten 500 Gramm Karotten, das war hier fast 1,5 Liter. Das trinke ich nur so nebenbei, während meiner Session. Habe heute Morgen ja schon meinen Obstsaft getrunken. Muss nur aufpassen, dass ich mich mit diesem Krug und diesem blöden Bart nicht bekleckere, damit ich noch adrett die Session heute zu Ende kriege. Aber es gibt natürlich noch andere Saftmischungen, die hier aufgeführt sind, zum Beispiel ein Saft aus 500 Gramm Spinat oder die Mischung 320 Gramm Karotten, 20 Gramm Sellerie, 60 Gramm Petersilie und 100 Gramm Spinat oder eine andere schmackhafte Mischung, denn darum geht es ja auch. Es muss was nützen, aber es muss auch schmackhaft sein. Wenn man mit Widerwillen an etwas rangeht, dann kann es noch nicht mal dieses in uns etwas Gutes bewirken. 300 Gramm Karotten, 150 Gramm Sellerie und 50 Gramm Petersilie. Oder 400 Gramm Karotten und 100 Gramm Petersilie. Diese Mischungen, die muss man nehmen, wie sie einen bekommen. Und in der Summe sind das dann 2 bis 4 Liter. Und das ist kein Schaden. Im Gegenteil. Nur damit können wir das Nervensystem vielleicht wieder
begradigen, wenn es das gibt, in Ordnung bringen. Ja. Also das ernste Thema Geisteskrankheit darf man mit diesen Säften bekämpfen, aber es gibt sicherlich auch noch andere Wege. Furcht weglassen, Ärger weglassen, wenn das möglich ist. Dann gibt es sowas wie Kurkuma oder Kokosfett. Das sind alles so kleine Geheimtipps, die da noch dazugehörten, um zu gesunden. Schreiben Sie mir per E-Mail, wenn Sie Fragen haben. Das kleine Büchlein als solches würde schon eine große Hilfe sein, denn da steht alles beschrieben, die entsprechenden Zusammensetzung der Säfte und das, was wir daraus an Nutzen ziehen können. In diesem Sinne, gute Gesundheit. Auf Wiedersehen.